Es ist natürlich schwierig, so ein kunststoffbeschichtetes, gefalztes Blech mit einer ja, solchen massiven Beule halbwegs vernünftig auszurichten. Dazu braucht man in jedem Fall Hilfsmittel. Und was jetzt hier noch etwas erschwerend ist, ist das der Handgriff, und den möchte ich gerne original belassen, genietet angebracht wurde. Das möchte ich nicht aufbohren oder entfernen, und deswegen erstmal mein Versuch, das ohne Abbau des Griffs gerichtet zu kriegen. Das ist nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen. Jeder von uns Schraubern hat irgendwo in der Werkstatt, in der Kiste, Profile, Reststücke von Holz, Aluminium und so weiter und so weiter. Und so ist das bei mir auch. Und da habe ich von einer, weiß ich gar nicht, von einer Küche oder wo auch immer das herkommt, so ein Reststück Aluminium gefunden, so ein Aluminiumprofil, und versuche jetzt mal zumindest hier das Grobe schon mal auszubeulen, sodass der Deckel hier oben halbwegs gerade ist. Normalerweise macht man das auf einer Richtplatte aus Metall. Das habe ich aber jetzt nicht vollständig, sondern nehme hier diesen Metallklotz. Der stammt, glaube ich, sogar noch aus meiner Lehrzeit. Und versuche dann mal, das Ganze ein bisschen gerade zu bekommen. Und ihr seht schon, das ist nicht so ganz einfach. Aber Versuch macht klug. Das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Jetzt müssen wir das noch halbwegs gerade kriegen hier. Seht schon, die Leiste leidet auch etwas darunter. Aber das soll mir egal sein. Das ist eh ein Reststück. Und jetzt haben wir das schon mal ein bisschen begradigt. Und da ist aber noch mehr zu tun, denn es ist eine größere Fläche aufzulegen. Das heißt, ich muss jetzt hier schauen, dass ich das auch noch so halbwegs in die Ja, es kommt so ganz langsam hin. Aber das Ding hat schon ordentlich einen Kratzen weggekriegt. Das ist also wirklich nicht ohne. So, jetzt noch mal so ein bisschen hier in der Mitte. Der Griff ist ein bisschen im Weg, ja. Okay, das untere Blech kommt jetzt schon mal so langsam ein bisschen in die gerade Phase. Ist natürlich auch immer so, dass man das Blech dann ja, klöppelt und verdünnt und es dann so Auswüchse gibt, weil man das Blech ja treibt. Nur mal sehen, wie wir das jetzt hier vorsichtig hinkriegen. Ja. Stück für Stück kommt das. Schwereres Geschütz. Ja, das sieht auch schon ein bisschen besser aus. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ihr seht, das ist nicht ohne. Das ist viel Arbeit. Ja, aber so geht's. Jetzt ist viel Geduld gefragt und Stück für Stück weiter ausgleichen. Ich melde mich, wenn ich das in einem passablen Zustand habe. Ich denke, das kriege ich aber hin. Zumindest so, dass es optisch vernünftig aussieht. Und das ist ja das Wichtigste. Okay, will euch das Hämmern nicht weiter zumuten. Bis gleich. So, zwischenzeitlich habe ich mein Hemd ausgezogen, weil ich doch ein bisschen in Schwitzen gekommen bin. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben hier noch im Deckel eine kleine Macke.
Die lässt sich auch nicht mehr beseitigen. Dafür war das zu heftig, der Schaden. Aber das passt wunderbar rein. Auch die Bohrlöcher passen. Der alte Griff ist noch erhalten. Insofern lassen wir es dabei bewenden. Das ist ausreichend. So, und jetzt kommt das Problemkind. Das ist die Rückwand. Da wird es jetzt zur Sache gehen, weil ich hier wirklich ausbohren muss. Der Netztransformator muss ab von dem Chassis, sonst kann ich das nicht richten. Dann muss ich aufpassen, dass die Maße anschließend hier mit den Bohrungen noch übereinstimmen. Da muss ich mal schauen. Hier ist eine, ja, so eine Art Steckhülse drin mit Gewinde. Das darf ich nicht beschädigen, das muss passen. Das heißt, erstmal den Trafo ausbohren, den entfernen, die Buchsen rausnehmen, der Kaltgerätebuchsenstecker oder die Kaltgerätebuchse muss natürlich ersetzt werden. Dann ist da noch der Sicherungshalter drin. Ja, und auch so was Wichtiges wie hier die Klammern, die den Blechschrauben dienen, entsprechend Grip zu haben. Das darf alles nicht kaputt gehen bei der Korrektur der Beulen. Ja, aber das werden wir auch hinkriegen. Ich denke, mit ausgebauten Elementen ist das noch einfacher als die Blechbiegerei jetzt mit der Falz. Okay, gehen wir es an. Ja, das Blech hat es richtig schwer erwischt. Wenn ihr mal schaut, das ist richtig lädiert. Und da ging nichts anderes als zu entkernen. Transformator ist rausgelöst, Spannungswahlschalter, die BNC-Buchsen natürlich und der Sicherungshalter nach amerikanischer Norm und die Kaltgerätebuchse hier hat die besten Zeiten hinter sich. Da kommt eine neue rein. Das dürfte kein Problem sein. Ja, die Blindnieten habe ich ausgebohrt. Das ist ganz gut gelungen, wie ihr seht. Es muss natürlich nachher noch entsprechend entgratet werden. Und dann kommen da metrische Schrauben rein, Zylinderschrauben mit entsprechenden Scheiben und allem drum und dran. Was ich absolut genial finde bei den kommerziellen Geräten, ist die asymmetrische Bohrung. Das heißt, diese Anfasung, diese Abflachung, die dieses elende Durchdrehen von BNC-Buchsen verhindert. Das sorgt dann dafür, wie ihr hier seht, dass die wirklich sauber drin sitzt und problemlos angezogen werden kann. Okay, ich möchte natürlich das Originalfabrikschild erhalten, das sollte klar sein, auch die Beschriftung halbwegs. Und jetzt versuche ich mal, das Blech in eine wirklich, ja, halbwegs passgenaue Form wieder zurückzubringen. Schauen wir mal, wie es gelingt. Das war doch noch ein ordentliches Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich habe die Beschriftung erhalten können. Das Blech ist, ja, nicht werksneu, aber gerade. Es wird auf den ersten Blick nicht auffallen, wenn da was ist. Und dann kommen dann noch so Dinge dazu, wie ein solcher Winkel, der total verbogen ist durch diesen Gewaltakt. Und was hier noch gemacht werden musste zum Ausrichten des Blechs, ich musste diesen Winkel hier hinten noch ausbohren und abnehmen. Der war dann auch im Weg beim flachen Auflegen des Bleches, sonst hätte ich das nicht vernünftig richten können. Ich denke, das ist unter den Möglichkeiten, die man hat, gelungen. Und wir können dann jetzt an die Überprüfung der elektrischen Komponenten gehen, das wieder bestücken, vernünftig verschrauben. Und ich denke, dass das Gerät danach wirklich passabel aussehen wird. Gut, dann geht es jetzt weiter mit den elektrischen Komponenten und Stück für Stück einem funktionsfähigen Funktionsgenerator entgegen, denke ich.